Ich weiß auch nicht. Guck mal, der hat jetzt einen Beruf bekommen. Ich hol's ab. Und der Pisser hat immer noch seinen Beruf. Jungs! Jungs! Ja! 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 Abfahrt! Nein! Was? Nein! Nein! Yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. wir sind immer noch hier. Wir chillen hier heute noch eine Folge. Wir werden hier noch ein bisschen Bäume abfarmen, ein bisschen hier die Felder weiterbauen. Weil wir können heute leider noch nicht nach Hause, denn ich will wenigstens warten, bis ein paar der Villager, und der ist einfach reingelaufen, der Depp, bis ein paar der Villager groß sind. Am besten die vier hier würde ich mich schon echt gerne drüber freuen. Ich würde es gerne sehen. Und dann können wir vielleicht heute sogar noch, hoffentlich heute noch, ich will das eigentlich wirklich heute schaffen, dass wir das Mending-Buch endlich bekommen. Weil ich glaube, insgesamt arbeite ich schon seit über 10 Folgen auf das Mending-Buch hin, was irgendwie echt ein bisschen traurig ist. Aber dafür haben wir in den Folgen halt auch automatische Farmen gebaut. Wir haben dafür halt auch hier noch eine zweite Villager-Farm gebaut. Wir haben an sich die Villager erweitert. Wir haben an sich für die Villager auch echt viel gelernt, also dazu gelernt so. Ich denke mal, das ist ganz gut, wie es gelaufen ist. Auch wenn halt ich echt wirklich, um ehrlich zu sein, wirklich lange dafür gebraucht habe. So, und da ich jetzt genug Holz habe, können wir direkt mal kurz so eine Blöcke hier craften. In den letzten Versionen ging das ja nicht, aber hier kann man jetzt diese Blöcke theoretisch richtig geil verwenden, damit die Felder trotzdem gut aussehen. So, okay, das da kann ich leider nicht ändern. Ich kann es ändern, indem ich einfach hier den Block abbaue und einmal so mache. Aber das können wir auch mit dem normalen Holz. Es ist halt eigentlich echt Holzverschwendung, wenn man so will. Aber ich brauche das Holz eh nicht und das ist eh nur nebenbei gefarmt. Und ich meine, so ein bisschen Ästhetik können wir ja hier wenigstens bewahren. So, und dann können wir theoretisch hier immer mal so ein bisschen Steinzäune setzen. Theoretisch könnte man halt jetzt auch Zäune daneben setzen, aber dafür habe ich noch nicht genügend Material und ich will hier halt trotzdem immer noch ordentlich und schön hochkommen. Man könnte halt normale Zäune, Fichtenholzzäune draufsetzen, aber dafür habe ich auch nicht genug. Obwohl doch, ich kann es euch immer nur zum Zeigen mal machen. Denn wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Zäune draufsetzen, dann sieht das auch schon alles ein bisschen, naja, besser aus. Es sieht halt ein bisschen belebter aus, finde ich. Und ja, so habe ich das halt vor, hier alles so ein bisschen auszuschmücken in der Zeit, wo ich hier immer sein muss. Also ich muss hier halt eh relativ oft sein, damit die Villager auch ordentlich ihre Kinder machen können. Damit die Chunks ordentlich geladen werden und alles. Und ich glaube da ist schon wieder ein Kind. Und ich glaube, da gibt es auch nicht groß viel abzusehen. Und wenn ich hier schon bin, dann kann ich ja immer wenigstens nebenbei so ein bisschen was machen. Schließlich werden von unserer Base aus leider die Chunks hier nicht geladen. So, habt ihr hier auch schon mal wieder was gemacht? Nee, die haben noch kein weiteres Kind gemacht, okay. Ich weiß gar nicht, wie lange braucht denn so ein Villager eigentlich, um erwachsen zu werden? Oh, hier sind tatsächlich schon wieder zwei Erwachsene. Ich muss jetzt erstmal den einen abtransportieren. So, Nummer 1. Und dann können wir die anderen auch gleich abtransportieren. Ich muss auch sagen, ich finde das echt gut, wie ich das hier doch am Ende gelöst habe mit dem Abtransportieren der Villager. Ich hatte ja da am Anfang echt Struggle und echte Probleme, wie ich das ordentlich machen soll. Dass es halt auch relativ okay funktioniert. Und ich muss sagen, die Lösung hier finde ich schon echt gut. So, ist er jetzt drüben? Ja, der eine ist drüben. So, dann können wir den auch gleich abtransportieren. Hopp. Und jetzt kommt noch der hier. So, dann haben wir den auch und dann fahre ich jetzt gleich mit nach Hause. Ich habe jetzt 4 Villager zu Hause, die keinen Job haben, denen ich einen Job geben kann. Und ich denke mal, das passt dann alles. Das sollte ausreichen. So, und hier kann ich ein bisschen Stuff lassen, mit dem ich bauen kann in zukünftigen Folgen. So, dann macht der sich hier auch auf den Weg nach Hause. Hopp. Zack. Und ich schnapp mir auch ein Minecart oder eine Lore. Und falsche Richtung. Ey, okay, ja, okay, richtige Richtung. Und fahr jetzt ab nach Hause. Ich hoffe, mir kommt jetzt kein Villager entgegen. Weil ich glaube, theoretisch müsste deren Fangbecken jetzt so hoch gestapelt sein, dass halt mir einer entgegenkommt, ja. Dass es nicht mehr ausreicht. Oder ich einfach weggekickt werde. Ja, hi Leute, alles fit? Alles gut bei euch? Ich muss mal hier ganz kurz. Das sieht ja ganz amüsant aus. So, dann machen wir mal einen raus. Nummer 1 und Nummer 4. So, da haben wir jetzt hier 4 arbeitslose Villager. Ist doch auch toll. Aber nicht mehr lang, Jungs. Ihr bekommt nämlich jetzt Berufe. Einer nach dem anderen bekommt jetzt hier einen Beruf. Wer will als erster? Na los! Hä? Die wollen alle keine Berufe annehmen. Warum will er denn nicht? Er will keine Berufe annehmen. Ey! Ich baller jetzt hier alles zu. Ja, er hat einen Beruf angenommen. Endlich. Und können die mal aufhören, ihn zu penetrieren? So, jetzt baue ich die wieder ab und jetzt müsste sein Beruf doch gleich weg sein. Rein theoretisch. Nee, und das ist ja eben nicht. Was geht denn bei meinen Villagern ab? Ich verstehe es nicht. Jungs, ihr müsst mal eure Berufe hier ablegen. Hier, der hat jetzt auch einen Beruf. Sog 1, absolut kacke. Hier, der hat jetzt auch einen Beruf. Atmung 3 für 12. Den behalten wir.
Den sperren wir sogar direkt ein, Alter. Atmung 3 für 12 ist doch super. So, dann kommt der nämlich hier rein. Dann haben wir den auch eingesperrt. So, dann können wir die wieder abbauen. Und der behält seinen Beruf doch eh. Warum behalten die alle ihre Berufe? Ich glaube, wir müssen wirklich einfach mit diesem rumprobieren. Das müssen wir wirklich bei uns zu Hause machen. Anders macht das keinen Sinn. Ich weiß auch nicht. Guck mal, der hat jetzt einen Beruf bekommen. Ich baue das ab. Und der Pisser hat immer noch seinen Beruf. Jungs! Jungs! Ja! 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 Abfahrt! Abfahrt! Ja! Endlich! Oh mein Gott! Als ob! Lol! Was? Oh mein Gott, ich dachte gerade die ganze Zeit, ich muss jetzt weiter rumprobieren, ich muss weiter Reparatur suchen. Und der hat jetzt einfach Reparatur. Ja, endlich. Ich dachte jetzt, ich muss wirklich wieder zurückfahren und da wieder rumprobieren, bis wir Reparatur bekommen. Aber er hat Reparatur. Du bist so ein... Du bist der beste Villager. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Komm, bitte, du wirst heilig. Ich mach dich heilig, versprochen. Komm da raus, ich mach dich heilig. Wirklich jetzt. Alter, ja, endlich. Endlich haben wir den Reparatur-Villager. Guckt euch an, wie viele Versuche. Wie viele Villager, wie viel Verzweiflung. Wie viele Videos das waren. Oh je. Und endlich ist es soweit. Endlich haben wir Reparatur. Ja, so Leute. Da ist er. Der Reparatur-Villager. Oh mein Gott, endlich. Endlich. So viel Zeit ist vergangen. So viele Qualen haben wir erlitten. Bis wir endlich diesen Reparatur-Villager hatten. Oh, geil. Ich feiere das gerade so hart. Wisst ihr, was wir mit Reparatur jetzt alles machen können? Wir haben 132 Level. Wisst ihr, was jetzt erstmal passieren wird? Jedes Rüstungsteil. Alles. Leute. Alles wird Reparatur bekommen. Alles. Alles. Puh, ich bin so hyped. Ich bin so hyped. Jetzt geht's los, Alter. Endlich mal wieder ein richtig geiler Fortschritt, für den wir so lange hart und qualvoll gekämpft haben. Jetzt müssen wir wirklich nur aufpassen, dass dem Villager nichts passiert. Ich werde mich auf jeden Fall in kommenden Folgen, mir ist es jetzt egal, dass es so viel kostet, Leute. Ich werde aber in kommenden Folgen mich auf jeden Fall, bevor ihr es wieder in die Kommentare spammt, ich feiere das, wenn ihr das macht, aber trotzdem, bevor ihr es in die Kommentare spammt, ich werde diesen Villager zombifizieren. Wir gucken das erstmal an dem Testbeispiel mit einem anderen Villager, aber dann werde ich diesen Villager hier zombifizieren und hoffentlich bekommen wir dann für einen Emerald Reparatur. Das wäre natürlich mit Abstand das Beste, was uns in irgendeiner Weise passieren könnte und ich hoffe auch, dass das alles funktioniert, weil falls ja, dann ist das einfach, also dann sind wir wirklich, dann haben wir ausgesorgt gefühlt. Also das ist wirklich OP einfach. So, und was wir definitiv als nächstes machen, Leute, wird sein, dass wir die nächsten Villager, die wir ja drüben jetzt haben, wir haben ja da noch eine ganze Menge an Villagern, die werden wir zu Pfeilmachern machen. Denn von den Pfeilmachern und zu, hier, wie heißt denn das, zu den Typen, die halt Tränke brauen können. Erstens, Tränke brauen brauchen wir für das Sword and Flash aus dem Nether. Wisst ihr ja Bescheid, aber das können wir erst später machen. Und halt, die Sticks sind halt, guck mal, wir haben hier so viele Sticks, so viel Holz. Mit denen können wir unendlich an Emeralds traden, das wird top. So, und jetzt traden wir uns erstmal mit irgendeinem Villager, der vielleicht keine blockierten Trades hat, ein bisschen was an Stuff zusammen. Denn ich brauche jetzt Emeralds. Emeralds ohne Ende. Habe ich ernsthaft nur... Ernsthaft, du hast immer noch keinen Beruf, Brudi? Hier, du kriegst einen Bogentisch. Da, wer zum Pfeilmacher? Ja. Top, ich brauche wirklich jetzt viele Emeralds, ich hoffe, er gönnt einfach. So, theoretisch, wenn ich das jetzt abbaue, dürfte er doch seinen Job nicht verlieren, hoffentlich. Er hat seinen Job noch, top. Alter, und all meine Villager, ungelogen, all meine Villager haben blockierte Trades. Die haben alle diese, ja, oh, den Unendlichkeit für 3. Ehrenmann. Okay, Unendlichkeit ist jetzt nicht so top. Aber Unendlichkeit, also für 3 Emeralds, der ist ja jetzt gerade reduziert, trotzdem für 3 Emeralds, Alter, das ist doch... Brudi, ich brauch dich. Wer ist denn jetzt der hier für 3? Nein, wo ist der Typ für 3 Emeralds hin? Ey, hier, Unendlichkeit für 3 Emeralds, Junge, dich brauche ich. Du wirst eingesperrt. Mann, Junge, ich will dich doch nur irgendwo einsperren, bitte. Alter, der Typ regt mich jetzt schon auf. Er ist zwar ein guter Villager, aber auch ein Sturer zugleich. Nein, was? Nein, nein, nein. Nein, der Reparatur... Nein, nein, na, der Reparatur-Villager hat seinen Job verloren. Die ganze Zeit funktioniert das mit diesem Kack-Job-System nicht. Die ganze Zeit verlieren die ihre Berufe nicht und jetzt haben wir einmal den Reparatur-Villager und er verliert seinen Job. Ernsthaft? Nein, das ist jetzt nicht passiert. Nein, er hat seinen Job wirklich verloren. Nein, nein. Er hat seinen Job auch verloren. Warum? Warum? Gott, frage, warum? Warum hat er denn sein... Oh nein. Das ist das mit Abstand schlechteste, was in irgendeinem Fall hätte passieren können.
Hallo, kann er jetzt bitte auch mal wieder Bibliothekar werden eventuell? Dafür, dass er schon seinen Reparatur-Trade verloren hat? Hallo, warum wird denn... Nee, ich hasse Villager. Ohne Spaß. Villager sind das Schlimmste, was es gibt. Warum verliert er denn den... Oh, Leute. Jo, Leute, dann würde ich hoffen, dass wir morgen um 17 Uhr einen neuen Reparatur-Villager wiederbekommen. Und ich würde sagen, ich hoffe auch, dass ihr dann dabei seid. Bis dann und ciao, meine Freunde.